Rückwand aus. Das sieht also komisch aus. NOFV-Oberliga Nord, erster Spieltag, Saison 2016-17. Erstes Heimspiel, erster FC Frankfurt gegen Lichtenberg 47-0-5. Grüße Pressevertreter und deinen Trainer, Herr Lehmann. Und Herr Michael Bohl, nach Lichtenberg zum Auftaktsieg. Und ja, kurz Einschätzung gleich von Lichtenberg im Spiel. Ja, das ist natürlich erstmal hochzufrieden, dass wir hier gewonnen haben. Ich glaube, am Anfang der Saison ist immer für alle Teams ein bisschen Fragezeichen, wie man reinkommt. Kann man für unser Team heute, oder kann ich für meine Mannschaft heute sagen, dass wir sehr gut reingekommen sind. Gegen den Ball sehr, sehr fleißig waren, aggressiv waren, darüber hinaus nach vorne auch in der ersten Halbzeit schon sehr geradlinig waren, gute Kombinationen hatten. Und am Ende sind wir hier auch in der Höhe, denke ich, verdienter Sieger. Ich bin sehr zufrieden, müssen gucken, dass wir bei Wahl und bei Grüneberg keine Verletzungen groß jetzt aufgetreten sind. Letztes Jahr haben wir 5 Spiele gebraucht, um so viele Punkte zu holen. Insofern sind wir heute sehr glücklich und wünschen dem Gegner erstmal alles Gute. Wir sehen uns im Rückspiel wieder und sage vielen Dank. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Lichtenberg, Sieg genauso wie der Trainer auch in der Höhe für dich verdient gewonnen aufgrund der ersten Halbzeit, die für mich schreckend schwach war. Aber so sind wir gestern aus dem Urlaub gekommen, hat voller Vorfreude noch vom Urlaub auf das erste Spiel. Nach 10 Minuten war das Spiel erledigt, der Urlaub war erledigt und das Spiel konnte man eigentlich abhaken. Zufrieden bin ich, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit, das, was ich Ihnen gesagt habe, dass wir sehen für die Zuschauer, für die Mannschaft und für alle, die mitarbeiten in dem Team, dass sie nochmal halbwegs gegenhalten. Klar war mir logisch, dass Lichtenberg und Zahn zurückgeschaltet hat und von daher bin ich eigentlich mit der zweiten Halbzeit natürlich nicht zufrieden, aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass sie sich dann nicht ergeben und darüber bin ich erfreulich. In der Woche halt mit Sicherheit sehr, sehr viel zu tun und ja, der Saisonstart bei uns war wie letzte Saison. In der letzten Saison haben wir auch gegen Fürstenwalde 5-0 verloren und danach das Spiel gewonnen und deswegen sehe ich das Spiel positiv und freue mich auf diese lang und werde auch, obwohl ich das Spiel und Video aufgenommen habe, mit Sicherheit nicht auswerten, einfach weil ich glaube, dass die Jungs auch selber gesehen haben, was sie für Fehler gemacht haben und von daher Spiel abhaken und abwischen und nächste Woche diese lang werden wir ein anderes Team auf dem Fuß machen. Vielen Dank. Ich sage, siehst du trotz der 0-5-Schlappe jetzt gegen Lichtenberg irgendwelche Fortschritte, wo lässt du deiner Auffassung nach einen Rückschlag? Also aufgrund der ersten Halbzeit natürlich einen Rückschlag, weil ich weiß, dass die Mannschaft definitiv vom Kader wesentlich besser aufgestellt ist als von der letzten Saison. Und wenn man sich überlegt, dass man nur mit einem Abgang, was ja in der Oberliga nicht normal ist, wir haben einen Abgang. Und wir haben auch gute Leute hinzugekommen, aber ich sage immer wieder, es ist sehr, sehr schwer, wenn man 19-Jährigen, 20-Jährigen und die haben von Anfang an heute gespielt, für die ist das auch was Neues, die sind so viel Regen und da ist es mit Sicherheit auch nicht vorteilhaft, wenn man nach 11 Minuten 2-0 hinten liegt und dann ist der Kopf, dann kommen die Zuschauer, die natürlich in der ersten Halbzeit mit Recht auch gegen die Mannschaft gemeckert haben, da wird der Kopf nicht besser und man sieht das ja an den katastrophalen Fehlern. Also, auf der rechten Seite, der geht da spazieren durch den 2-0, was unser Torwart da macht, weiß ich auch nicht. Und von daher, das sind Fehler, das sind alle junge Leute und das muss man abstellen und man muss die Köpfe freikriegen. Der Druck ist für die jungen Leute gerade groß und die, gerade weil wir auch nur einen Abgang hatten und neu zu werden bekommen, erwarten alle natürlich gleich, dass man von Anfang an voll gegenhält und wenn man die gestandenen Spieler wie ich beim Warmachen gehört habe von Hannover oder Essen, Kassel oder sonst irgendwas. Aber wir holen einen 19-Jährigen, was ich sehr, sehr gut finde. Aber dass da nicht vom ersten Spieltag an alles rundlaufen kann, ist klar. Und für mich war es auf jeden Fall ein Rückschlag. Aber trotzdem bin ich immer noch felsenfest von überzeugt, dass die Mannschaft besser aufgestellt ist als letztes Jahr. So, dann bin ich zufrieden, ob wir hier zugehen, die gleich von Anfang an gespielt haben, sicherlich. Ja. Gibt es heute nicht viel zu meckern. Ne? Wir haben nicht ganz so eine große Fluktuation. Es ist bei uns so, dass wir auch junge Leute mit dazugenommen haben. Sicherlich von der Qualität her sind die Leute so unbestritten. Nicht in dem Maße, wie es jetzt in der Klinik oder TB passiert. Wir sind da jetzt nicht so
finanziell in der Lage, das zu machen, aber auch ein paar Jahre, zum Beispiel 20 Jahre, Philipp Einsiedel 21. Wir sind auch im Schnitt relativ jung, bin heute vor allen Dingen aber auch als Thema Neuzugang Michael Braune, der im Zentrum gespielt hat, den haben wir dazu geholt, weil wir einfach auch im letzten Jahr gesehen haben, dass wir da ein bisschen Stabi brauchen, ein bisschen, wie sagt man, auch Robustheit, auch von der Kommunikation her hat das heute gut gemacht. Ansonsten denke ich auch Alisiner als Neuzugang sehr gut eingefügt heute als Rechtsverteidiger, Torvorlage. Das war schon gut. Ansonsten haben wir das Glück auch, dass wir eigentlich einen Haufen zusammen haben, der gerne zusammen ist, wo wir 15 oder 16 Spieler behalten. Deswegen ist für uns zum Beispiel das Integrieren von neuen Spielern jetzt auch gar nicht so schwer. Die Besten, die Rüstung, die Befugung. Machen Sie es. Ja, Sie haben es später gesehen, entscheiden Sie sich in der Emotion. Okay. Nein, ich hätte auch noch. Ja. Ich habe mir noch ein bisschen nach Vorbereitung hier am Training angeguckt und muss ich mal sagen, da war für mich, so, was ich an Spielern gesehen habe, so herausragend spielerisch. Rudi, sag ich mal, und Anjul ansatzweise so. Das war meine erste Frage jetzt, warum der Außenstehende versteht nicht, dass du mich nicht verlässt oder was, Rudi, warum der nicht gespielt hat heute? Also, ist er einer, der sowohl in der Spitze als auch im zentralen Mittelfeld dort Ideen hätte und das Spiel sicherlich bereichern könnte? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre, ob das nur eine Schule machen soll, sag ich mal, dass Sie tauchen heute ersten Tag auf als Trainer, machen Urlaub. Ich kenne sowas nur aus dem Nachwuchsbereich, dass man das machen kann, aber wenn man eine Oberliga-Mannschaft trainiert, ist mir das ein bisschen schleierhaft. Der Training hat Schröder und Garling, der Kapitän, gemacht. Also ich finde das ein bisschen schwierig und stark für die Mannschaft. Erstmal zur ersten Frage. Es ist so, dass Rudi leider nicht regelmäßig trainieren kann oder nicht trainiert hat. Und von daher war die Entscheidung so zu treffen und mit dem Urlaub, um Ihnen kurz zu erklären, das ist fünfte Liga, das ist Amateursport, ich bin berufstätig, habe drei schulpflichtige Kinder und ich muss in den Schulferien fahren und da die Saison so früh losgeht, blieb mir nichts anderes übrig. Und der Verein wusste von vornherein, dass ich berufstätig bin, nicht so wie in anderen Vereinen, die fest angestellt sind als Trainer. Und von daher, von meiner Seite aus war klar, dass das der Fall ist, dass es nicht optimal ist. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ich weiß auch, dass es mit Sicherheit ein Grund dafür vielleicht war, warum es heute so desolat war in der ersten Halbzeit. Das mag vielleicht durchaus sein. Aber letztendlich wusste der Verein Bescheid und ich bin berufstätig, habe drei schulpflichtige Kinder und deswegen muss ich gewinnen. Das waren ja auch fünf oder sechs neue Spieler, die müssen ja irgendwie. Da muss man ja sehen ständig, um die einschätzen zu können, auf welche Position. Ja, natürlich, aber wir haben ja die ersten drei Wochen vorher war ich ja da, drei Wochen jeden Tag trainiert bis zum Sonntag. Und da hat man ja die Ansätze gesehen und man hat ja auch die Spieler, die relativ neu waren, die sind doch alle zum Zuge gekommen, die haben vorher gesehen und die Qualität ist ja nicht, was ich sage, die Qualität ist ja ziemlich hoch. Aber es ist ja natürlich schon so, dass der Druck auf so eine junge Mannschaft beziehungsweise recht euphorisch ist. Das fing mit letzter Saison an, jetzt hat man wieder nachgelegt und den Kader ist auch gut, das muss man ganz klar sagen. Aber ich gebe Ihnen recht, dass das mit Sicherheit nicht optimal ist. Und mit Rudi, das habe ich nicht verstanden. Der hat, weil er nicht genug trainiert hat, oder? Genau, er ist recht unregelmäßig. Donnerstag wäre ein anderer Eindruck, ja. Ich meine, es war eine disziplinarische Geschichte, müsste die gewesen sein. Weil er wurde nämlich des Trainings verwiesen. Da hat er im Hintergrund irgendwie geglättet da mit keiner Kraftschick und aber das wissen Sie nicht. Ja, das sportliche Niveau geht auch nicht weiter. Ja, gut, ich will nicht, wenn ihr das so darstellt, das ist okay, du musst halt selber wissen, aber das ist ohne Zweifel davor waren am anderen, aber er muss natürlich auch sich da auch in die Mannschaft eingehen, dann ist ja logisch. Okay, dann vielen Dank. Viel Erfolg zu euch, dass ihr eine gute Rolle spielt. Ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg und jetzt natürlich, dass wir nächste Woche dann die angestrebten drei Punkte hier in Frankfurt behalten. Vielen Dank.